Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Sanitarium, wo wir hier jetzt so ein bisschen Lost Vikings mäßig unterwegs sind. Nur so mit 3 in 1 quasi. Wir sind jetzt quasi Grimwall, Aztec Statue. Wie hieß er? Omnek? Ach, ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß. Und Sarah in einer Person sind. Und jetzt trotzdem noch mit der Stimme von Max reden. Ja, okay. A birdhouse. Okay, damit geht offensichtlich nichts. Gucken wir doch erstmal diese Treppe runter, beziehungsweise diese Brücke. A tombstone. Your name here. Was? Nein. This headstone says Travis W. Nice goddamn cat. Okay. The stone reads Jedda Driscoll. Woher kenne ich den Namen denn? Ugh. What does this headless apparition want from me? What does this headless apparition want from me? Achso, ja, sprechen kannst du ohne Kopf natürlich nicht. okay. A tombstone. Chris P. See you in hell. Woher kenne ich den Jedda Driscoll? Ist das irgendwie aus dem zweiten Kapitel? A headstone. It says Jonas Brunner, he deserved to die. Sehr freundlich. A headstone. This one says Chris S. One beer too many. Ach was. Okay, irgendwie, Moment, ich muss mich hier nochmal irgendwie gescheit hinsetzen. Entschuldigung. So, deutlich besser. Deutlich, jetzt noch das Mikro ein bisschen. Ja, das finde ich gut. A wall of impaled pumpkins. Those things will shred my feet if I try to walk on them. Okay. Seinen Hufen vielleicht? Those things will shred my feet if I try to walk on them. Du hast überhaupt keine Füße, du hast Hufe. Na, aber Mr. Steinklopsi, Mr. Olmec müsste da doch auf jeden Fall rüberkommen, oder? The pumpkins appear to light up. But why? Gott, wie ging es denn weiter? Hier oben, oder? Schon so ein bisschen... My God, they must have been illusions. Everything is... Natürlich, natürlich. What is that? It looks like a giant eye. Ja, richtig. A human skull. Den kann man immer gebrauchen. Alter, ganz ehrlich, diese Welt ist so. Oh. Also so viele wirsche Punkte und auch ein bisschen nervige Punkte, die Sanitarium zwischendurch hatte, wie dass man ja relativ viel labern muss, gerade jetzt im letzten Level. Und ja, gar nicht so viele Rätsel sind und man wirklich viel über Reden rauskriegt. Ach, das ist hier wieder so ein Dorn-Ding, okay. Allein das macht es irgendwie wett. Was haben wir hier? This game appears to be a test of strength. Hit the board and ring the bell. Na, das ist doch was hier für Mr. Grimwall. Got it! Why are these teeth flashing colors? I'm not putting my hand in the fire. A grim an a- Vielleicht als Azteke? Nope. Nope. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Nope. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. aber da hinten liegt was. The angelic statue's left wing. Das ist ein angelic statue. Aber da komme ich auch nicht hin. Okay, das heißt, ach Gott, da muss ich wahrscheinlich durch den Mund und dann. Clown nose. Na, you don't say. Da muss ich da wahrscheinlich. I can't do that. Da wahrscheinlich dann durch den. Nope. 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 Nope, 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 nope. Da kann ich auch noch. Okay. Okay. Nee. Nope. Ach, das wird jetzt wieder so ein Trial and Error Ding, oder?
Ich weiß auch überhaupt nicht, wie viele das sind. Okay, Moment. 1, 2, 3, 4. 4 nur? Das geht ja. Nope. Okay, okay, okay. Also erstmal den. Dann wahrscheinlich der hier. Clown's nose has popped out. Now there's a small hole. Na, mit dem small hole, da müssen wir doch bestimmt. The clown nose broke to reveal a small hole. Mit ihr da reinkriechen. Oh, Alter, es ist. Ja, nimm es mit. Vor allem ist dieser Flügel einfach mal größer als sie und sie nimmt den halt so. Naja, egal. Ist ja alles Illusion. Ist ja alles Illusion. Hauptsache, es ist die gleiche Animation wie am Anfang, nur rückwärts. okay. Das war erschreckend einfach. Gott. Dieser Clown ist... Alter. Ich muss hier weg. Was haben wir hier? An empty pedestal. Something's missing here. Ach, da muss doch bestimmt hier. That's not right. Aber den. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich erstmal andere Teile für. Was geht hier so ab? Ugh, big maggots. I have to cut that cord in order to get the piece of statue down. Okay, was haben wir hier? Strange machinery. There are four control levers. Yay, Schalterrätsel. It's not working. Looks like I have to move all four switches simultaneously in order to release them. Oh, dann brauche ich wohl vier Arme. The disruptor is working. The grubs have moved away from the grate. Und jetzt? A grate in the floor. There's a tunnel underneath. This machine generates a strange noise. It seems to be some kind of disruptor. Aber mitnehmen kann ich es nicht, ja? Okay. I can't do that. Okay, dann machen wir jetzt mal wieder klein und springen ganz Alice-mäßig. Ja, und jetzt? Ach was. No. The angelic statue. Und womit schneiden wir die Schnur durch? The end. No good. I have to cut that cord in order to get the piece of statue down. Fuck, das hätte ich mir vielleicht mal früher überlegen sollen. A Grimwald comic book. I have. Ja, okay. Sarah's and as the angel. I have. Ja gut, dann. Strange hut. Looks like the structures that made up the hive. A strange. Ja, okay. Okay, dann kommen wir da erstmal nicht weiter. Brauchen wir irgendwas zum Schneiden? Ach, ich hab voll die Idee gerade. Moment, erstmal wieder klein machen. Jetzt, wo wir ja einen Human Skull haben, können wir das doch bestimmt dem komischen kopflosen Geist geben. Wo ging es hier doch gleich raus? Total praktisch, dass man immer noch sieht, wo der Ausgang war. So, jetzt nehme ich aber erstmal wieder Sarah. Grimwall. Allein aus dem Grund, dass der ungefähr dreimal so schnell läuft wie Sarah. Da lang. Jetzt geh schon darüber. Mann. So. A stone crypt. It came up out of the ground. Cement obviously. Lid. Looks heavy. Ah, ja, okay. The head of the angelic statue. Okay. Natürlich. Jetta's body without a head. No wonder he was restless. Ja, okay. Dann... An S.
Mal wieder zurück zu Olmec und wieder hier rüberlaufen. Da ging es ja auch noch die Treppe hoch, ne? Grimwall. Irgendwie hatten sie den Laufspeed. Ja, okay. Ach, ich hätte es angenehmer gefunden, wenn der Laufspeed von allem gleich gewesen wäre. Strong Gates. Strong Gates hindern dich doch nicht. Strong. Ja, okay. A bridge of webs. It looks very delicate. Okay, also müssen wir da dann wahrscheinlich mit Sarah rüber. These plates on the floor look like they could move. I can't do that. Okay. Vielleicht mit ihm hier. Ganz ehrlich, diese Trial-and-Error-Rätsel sind doch irgendwie ein bisschen kacke, oder? Oder habe ich hier irgendeinen Hinweis übersehen? Also ich sehe auch irgendwie hier auf diesem Schädel nichts. A stone head. It seems to transmit energy to the statue. Gut, dass es überhaupt nicht nervt oder so. Aber mal ganz ehrlich, war da irgendwie was? Also ich könnte jetzt nochmal rumgucken, aber ich meine, gut, ich kann es auch einfach probieren. Oh, Mann. Nein. Ist ja wie die ersten Saves in Safecracker. Nur, dass die irgendwie schneller gingen, weil man nicht die ganze Zeit hin und her laufen musste. So, ich sag dir hier. Those webs will never Nein, ich will doch auch way. Gar nicht darüber! Nein, Mann! Na. So. Okay. I'm not strong enough to move this thing. Weil vier Arme besser sind als zwei, schieben wir das Ding jetzt darüber und dafür haben wir jetzt. A crystal monolith. There's something inside. A crystal. Ah, their wailing could shatter my eardrums. Warum kann ich. Alter, das ist schon ein bisschen widerlich. Spirits hovering above the dead warriors. Spirits hovering ja, above the dead ich. Warriors. Aber ich will. Hä? Ich check's nicht. A crystal monolith. Die machen irgendwas mit den Mündern, okay. Okay, dann geht hier nämlich überall so der Mund auf, wenn ich das richtig sehe. Dann schieb die jetzt einfach alle mal runter und dann gucken wir mal, ne? A piece of the angelic statue was trapped in the crystal. Right wing of the angelic statue. Ja, nehm ihn halt mit. Was mir aber immer noch nicht. Jetzt brauche ich ja immer noch den Buddy. Wie zur Hölle schneide ich diese Schnur durch? Ich habe doch keine Ahnung. Hier noch irgendwas machen? An empty pedestal. A stained glass window. Lag hier noch krass. Folge geht schon wieder fast eine Viertelstunde. Aber okay, hier passiert auch mal irgendwie ausnahmsweise mal relativ viel und es gibt keinen, mit dem ich reden muss. Das finde ich eigentlich gerade ganz angenehm. Ich wüsste nur ganz gerne, wo ich was zum Schneiden herkriege. Kann ich mir vielleicht so einen Clownszahn mitnehmen?
giant clown head. What an eyesore. Oh, the clown nose broke to reveal a small hole. Okay. That didn't quite do it. Richtig. Alter. Got it. Oh, nutzt noch nichts mehr. Wobei ich die Melodie ganz geil finde. Was haben wir hier eigentlich noch? Steam escaping from a hole in the pipe. Steam. Ja, okay, und das hier ist a birdhouse. Ich hab auch noch keine Ahnung, was dieses Birdhouse hier soll. A bird. Das macht da alles nichts, ne? Kann ich mit Grimwald da was machen? A birdhouse. Nee, es ist und bleibt einfach ein Birdhouse. Well. Das hatten wir auch schon. Jetta's body. Ich check's nicht. Liegt hier noch irgendwo was, was ich übersehen habe? Zaunspitze oder so? What is that? It looks like a giant eye. Ja, so weit waren wir schon. Ich check's nicht. Übersehe garantiert irgendwas Offensichtliches. Aber hier liegt doch auch nichts weiter rum, oder? Das Fenster ist halt das Fenster und wenn ich einen Stein hätte, könnte ich es einwerfen, aber so. A strange hut. A ja, bridge. Okay. A bridge made of organic material. Ja, spannend. Wo muss doch hier noch? Ugh, big maggots. Ja, so weit waren wir. Also irgendwie. I have to cut that cord in order. Ja, das weiß ich doch, aber wie? Ihm hier kann ich ja auch nichts mehr machen, ne? I have to cut that cord in order to get the piece of statue down. Ganz ehrlich, du bist groß genug, kannst du das nicht einfach abreißen? Wir machen uns nochmal klein. Ich meine, hier liegt doch auch nichts, oder? Nee. Na, gehen wir dann nochmal rein. So, hier haben wir. Na, ich dachte gerade, jetzt sich die Maus bewegt, aber nein. Ja, das ist hier immer die gleiche Grütze. Ja. Tja, ohne Werkzeug kommen wir da wohl nie weiter. Tja, ich würde sagen, ich not from here. Hä? Ach so, das ist am strange. Darunter kann. I have to cut. Ja, okay. Ach, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich könnte mich vielleicht als Sarah einfach da drin runterlassen und dann reißt das vielleicht, aber. Tja, nee, wohl irgendwie nicht. Dann würde ich sagen, ich überlege mir mal irgendwie was Schlaues und dann ja, sehen wir uns hoffentlich nächste Folge wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und. Ey, ganz ehrlich, irgendwo musst du auch hier noch. Irgendwo. Na, ich guck noch mal ein bisschen rum. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.